Eine Scheune und der Dachstuhl dieses Wohnhauses sind in der Nacht zum Montag aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer im Ortskern von Rosenthal wurde gegen 2 Uhr früh entdeckt. Der allein im Haus wohnende 52-Jährige rettete sich unverletzt ins Freie. Anwohner hörten laut Polizei mehrere explosionsartige Knallgeräusche. Rund 70 Feuerwehrleute rückten zur Brandstelle aus. Unter anderem war die Frankenberger Drehleiter im Einsatz. Neben den eigentlichen Löscharbeiten bestand die wichtigste Aufgabe darin, dichtstehende Nachbargebäude vor einem Übergreifen des Feuers zu schützen. Die Kripo nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Das Fachwerkhaus ist durch Feuer und Löschwasser nicht mehr bewohnbar.